Die Aargauer Gemeinde Strengelbach liegt im Wickertal direkt neben Zoffingen und zählt heute ca. 4.700 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Altersschicht zwischen 12 und 25 Jahren ergibt gerundet einen Bevölkerungsanteil von 16,1%. Der Verein People Talk erarbeitet mit diesem Projekt im Auftrag der Gemeinde entsprechende Lösungsansätze zur Situation der Jugendlichen. Dieser Film dient hierzu auch der Analyse. Wie erlebst du die Erwachsenen von Strengelbach? Ja, wie die typischen Schweizer. Grau irgendwie. Ja, irgendwie so spiessig halt. Der grosse Teil der Jugend, mit denen haben wir kein Problem. Es ist eine kleine Gruppe, wo wir Probleme haben. Wie erlebst du die Strengelbacher Erwachsenen? Ja, ich denke, sie finden die meisten Jugendlichen frech. Und darum sind sie auch eher respektlos gegenüber uns. Und ja, sie ignorieren uns meistens. Und das finde ich leider schade. Von mir aus gesehen muss man diesen Gruppen, die das nicht wissen, Respekt und Anstand beibringen. Für mich ist wichtig, dass sie miteinander reden würden. Wenn es bringt nichts, wenn man Fuß im Sack gemacht hat, dann noch beidseitig. Es ist auch beidseitig. Das Problem ist, zwischendurch kann man nicht mehr miteinander reden, weil man zu aggressiv ist, zu laut ist, zu ausfällig wird und heute keine Streitkultur mehr hat, sondern einfach einander anschreit und böse Worte einander zurührt. Und so kann man natürlich nicht diskutieren. In diesem Sinne wollen wir das Thema zur Nutzung der öffentlichen Plätze bezüglich der Jugend aufnehmen. Wie sieht es nach einem Wochenende auf den öffentlichen Plätzen aus? Ja, das ist ein Riesenproblem bei uns auf den öffentlichen Plätzen. Thema sicher Littering. Wir haben immer Probleme mit Köder, wo man liegt, PET-Flaschen, Dosen. Dann viele Leute, die anrufen wegen Lärm ab den 11 Uhr am Abend, die von öffentlichen Plätzen verursacht werden. Was halten Sie davon, dass sich die Jugendlichen auf den öffentlichen Plätzen aufhalten? Ja, sie haben fast keine andere Möglichkeit, nebeneinander sich zu treffen. Und wir in Strengelbach, wir haben verschiedene Plätze, die eigentlich sein können. Da hat überhaupt niemand etwas dagegen, dass sie im Museum sind oder auf dem Begegnungsplatz. Im Gegenteil, die sind dort willkommen. Aber das Einzige ist, sie sollen einfach keine Sauerei machen und keinen Vandalismus betreiben. Was haben Sie für Erlebnisse mit den Jugendlichen auf dem Friedhof? Sie machen manchmal Sachen, die man nicht unbedingt auf dem Friedhof macht. Sie hocken ein bisschen viel dort vor dem Hütchen, machen ein bisschen viel Mauerei dort drumherum. Was da jemand abgeht am Friedhof, ist eine Katastrophe. Von mir aus gesehen ist der Friedhof kein Partylokal. Ende, Schluss und Amen. Aber schaut da, genau so ist es. Könnt ihr das Bild nehmen? Das ist der Anfang. Nachdem wir von den Erwachsenen gehört haben, wie sie die Situation im öffentlichen Raum erleben, wollen wir bei den Jugendlichen entsprechend nachfragen. Gibt es beim Umhängen auch viel Stress mit den Erwachsenen? Ja, das kommt schon ab und zu vor. Was sagen dir die Erwachsenen, wenn sie kommen, reklamieren? Ja, sie kommen uns ankreien und schreien um und sagen, Papa Dami möchte doch mal musikleisliger, wir wollen doch vielleicht Ruhe haben. Wir haben da nicht gegeben, wenn sie das sagen, aber ja. Wir können ja nichts dafür, sie sind älter, dürfen wir mehr Respekt haben. Werden ihr auch amigst von der Sicherheitsdienst oder der Polizei verjagt? Ja, es gibt so etwa die. Also, die Polizei sind amigst recht hart, wenn jemand reklamiert, werden wir weggeschickt. Aber dann gehen wir meistens schon nicht heim und dann tun es manchmal schon blöd, wenn wir draußen bleiben. Also, sie kommen recht viel vorbei, die Polizei. Und was fragen sie denn euch so? Ja, sie fragen uns nicht viel. Sie wollen uns einfach unter den Tuchausweis kontrollieren. Und dann irgendwie etwas war an dem Abend, etwas kaputt gemacht worden ist oder so, dann kommen einfach die dran, die an diesem Tag aufgeschrieben worden sind. Ist die Bevölkerung intoleranter geworden? Also ich denke, das kann man schon so sagen, ja. Also wir haben weniger Toleranz anderen gegenüber, gerade in Sachen von Lärm zum Beispiel, dass man halt einfach immer wieder anruft, kaum hat es Jugendliche auf einem Schulhausplatz. Da müssen sie nicht einmal wahnsinnig laut sein, sondern einfach kaum sieht man Jugendliche, noch immer wird schon angerufen. Diesen Trend stellen wir schon fest, ja. Wo treffen sich die Jugendlichen im Winter? Also ich habe in den letzten Jahren so erlebt, dass im Winter meistens in der Tiefgarage vom Spar ja, sich die meisten versammelt haben. Weil es halt einfach warm ist dort, weil es Ventilatoren hat. Und ja, es ist eigentlich sehr traurig. Zum Brennpunkt zeigt sich, dass die Erwachsenen vor allem mehr Recht und Ordnung erwarten, während jugendlicherseits das Bedürfnis nach Raum zum Ausdruck kommt.
Es stellt sich dabei vorerst mal die Frage, wie sieht es mit den Strengelbacher Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen aus? Ja, die ist nicht sehr gross. Also ich weiss, es gibt einen Jugendraum und Jugendarbeit, aber das ist ein beschränkter Rahmen. Und wenn Leute irgendetwas in Sport treiben, müssen sie ausserhalb von Strengelbach meistens gehen. Was gibt es für Freizeitmöglichkeiten in Strengelbach? Der Schussplatz? Weiss nicht. Alfred Jugendtreff. Wenn du Chef von Strengelbach wärst, was würdest du für die Jugendlichen machen? Also ich würde mal mehr Freiräume machen. Also es ist eigentlich nur der Jugendtreff und der ist nur am Freitag. Und ich würde eigentlich noch also am Mandy oder am Zischi oder so einfach auch noch etwas ist, wo die Jugendlichen sich auch noch treffen können. Also wenn ich jetzt der Chef wäre, würde ich einfach so mehr öffentliche Plätze machen, wo die Jungen sein können, weil die müssen raus die Freizeit zu leben geniessen und ein bisschen mit den Kollegen sein. Vielleicht Plätze, wo man ungestört ist sozusagen, wo ich von der Gemeinde erlaubt sind sozusagen. Brauchen Jugendliche Orte, wo sie eigentlich auch einfach unter sich sein können? Ich denke, das ist wichtig, dass sie also wie Rückzugsmöglichkeiten haben, ohne dass man immer ihnen reinruft, dass sie nicht laut dürfen sein oder so. Das brauchen die Jugendlichen nicht weniger, wie wir Erwachsenen auch. Es müsste vielleicht Plätze geben, wo wir alle hingehen können. Weil sonst gibt es eine Separation. Und ich weiss nicht, was unbedingt auch die Idee ist, dann, dass es einfach nur Plätze gibt, wo nur Jugendliche dürfen sein. Also wir müssen versuchen, vielleicht auch ein bisschen mischen. Wenn man das Gefühl hat, das gehört an mehr ein bisschen auch, dann hat man vielleicht auch ganz anders Sorge zu dem. Also wenn jetzt die Jugendlichen einen Platz hätten und sagen, das ist unser Platz, ich behaupte, das ist super, wenn ihr irgendeinen öffentlichen Platz, wo sie sagen, da laufe ich nur durch. Soll die Gemeinde dann etwas unternehmen für die Jugendlichen auf den öffentlichen Plätzen? Ja, ich finde generell schon, dass sie sich darum kümmern sollten, aber es braucht das Interesse der Jugendlichen, dass sie dann auch mitmachen. Können Sie sich vorstellen, dass Jugendliche den öffentlichen Raum mitgestalten? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Vor allem können sie dann sagen, wie die Plätze aussehen. Was mir dann aber auch wichtig ist, dass sie dann auch bei den Regeln mitreden, dass sie dann auch Regeln vorschlagen, die man dann auch umsetzen kann, die für die Bevölkerung dann auch akzeptabel sein könnten. Tut mir leid, wir haben im Moment technische Probleme, hat man gerade die Kameramann gesagt. Es geht in wenigen Augenblick weiter. Schau in ein Gesicht und sehe Frustration. Seine Augen ohne Motivation. Ich will nicht alles schwarz ausmalen. Aber es gibt Momente, wo ich denke, ich stehe. In einem Konflikt zwischen Generationen. Es braucht auch langsam etwas mehr Informationen. Gebt unseren Jungen mal ein Verständnis. Ohne Vorurteile weg vom Verhängnis für die Grundlage legen. Hast du das Gefühl, die Jugendlichen würden mithelfen, auf einem so einen Platz, dass es weniger Ärger gibt? Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Würdest du auch mit Verantwortung tragen? Ja, ich glaube schon, weil ich will sie auch gut haben und ich bin auch eine, die gerne mit Kollegen abmacht. Nachdem Jugendliche ihre Ideen und ihre Bereitschaft darlegten, wollten die Reporterteams wissen, wie es um den politischen Willen steht. Aber wenn die Jugendlichen kommen mit sauberen Ideen, dann glaube ich, ist der Gemeinderat offen, auch auf solche Ideen einzugehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dem nachzugehen, dann glaube ich, wären wir auch bereit, das zu unterstützen. Hast du das Gefühl, dass der Gemeinderat offen ist für die Ideen der Jugendlichen? Also ich denke schon, dass er offen ist, aber ich glaube, er tut es nicht so fest umsetzen, weil er vielleicht auch, er hat auch anders zu tun, aber er sollte auch die Jugendlichen ein bisschen mehr ernst nehmen, glaube ich. Auch Ihre Meinung dazu ist gefragt. Diskutieren Sie mit im Forum auf der Projektwebseite unter www.strengelbach.peopletalk.ch. Ihre Anregungen fließen in den weiteren Lösungsprozess mit ein. Herzlichen Dank!